Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge musste ich ja leider alles mit meinem zweiten Account machen. Und ich wollte es mal ausprobieren. Das klappt auch damit, okay. Und jetzt müssen wir den Weg nochmal zurücknehmen. Ich glaube, das hatten wir jetzt eigentlich schon gemacht in der letzten Folge. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig Nein. sicher. Da sind wir aber, glaube ich, von der anderen Seite gekommen, wenn mich Oh nicht nein, alles täuscht. ich komme zu spät. Ja, ich weiß, du bist zu spät, weil eigentlich solltest du letzte Folge schon hier sein. Moment, jetzt müssen wir nochmal mit dem sprechen. Komm her. Moment, welche war das jetzt nochmal? Die linke. Oh. Nein, ich habe natürlich die falsche gedrückt. Das war so klar. Ich habe mich geheilt. Ich muss erst noch mal gucken, weil ich das ja jetzt noch nicht so lange drin habe mit dieser Versperrt. Leichenexplosion. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Nach unten. Moment, dann können wir darum gehen. Natürlich sollen wir uns jetzt durch. Nein. Mann, ich wollte doch nur die Leiche plündern. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hallo? Lässt du mich mal raus hier? Darf ich mich auch mal heilen? Geht das noch? Ah, sonst ist doch alles in Ordnung mit dir, ja? Ich wollte doch gar nichts. Oh, da kommen irgendwelche Wellen runter. Donnernder Schamane. Naja, gut, da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen hier hoch. Ihr da, kommt her. Ja, ich bin ja schon da. Aber wohin? Moment. Hä? Komme ich doch gar nicht durch, oder? Ah, doch. Hi. Wo ist Donen? Die gehörnte Frau. Die Bestie. Nichts konnte sie aufhalten. Weder unser Stahl noch unsere Gebete. Hört mich an. Ich muss Donen finden. Wo steckt er? Irgendwo da drin. Wahrscheinlich tot wie alle anderen. Das Licht hat diesen Ort verlassen. Ja, so ist das mit Lichtern. Da ist der Eingang, wo wir rein müssen. Aber der zeigt doch hier noch irgendwas Gelbes an. Aber ich schätze, das ist wieder so ein Trugschluss, dass das wohl da drin sein soll. Oder auch nicht. Moment, jetzt gucke ich doch noch mal eben. Was ist denn das? Diese überrannten. Nee, das ist das daneben. Ach so, finde einen Weg zur großen Halle. Ja, gut, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges, was wir jetzt nicht übersehen dürfen oder so, aber gut. Lecker. Was ist denn hier passiert? Das sind wahrscheinlich die Dorfbewohner Mädels gewesen. Ich bin verloren! Dann schrei doch nicht so, wenn du eh verloren bist. Nein, 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 mach den ruhig fertig. Alles gut. Ihr braucht nicht zurückzukommen. Kümmert ihr euch mal um den, die da unten? Schweinerei hier. Greift der mich einfach an? Guck mal, weg da, ihr versperrt mir den Weg. So, ich wollte eigentlich das Gold hier mal eben looten. Tunika. Da ist nochmal Gold drin. Hallöchen. Na, no, macht ihn platt. Wer hier keine Miete bezahlt, hat hier auch keine Party zu machen.
Oh, geht schon mal vor. Okay. Da kriegen wir auch nochmal Gold. Sehr schön. War doch gar nicht so schlecht, dass wir nochmal nach unten gegangen sind. So. Guck mal, da sind Gegner. Lauf doch schon mal hoch. Ich helfe euch auch so ein bisschen von hinten. Ich gehe nur nicht rein. Sklaven, lauft vor. Ihr dürft als erstes geopfert werden. Guck mal, da ist doch schon wieder jemand. Kümmert euch mal drum. Uhuhu, ihr sollt euch drum kümmern. Und nicht mich die ganze Arbeit machen lassen. Hilfe! Ist er tot? Kann ich da jetzt hin? Oh, ich dachte, der wäre schon tot. Nee, du kannst nicht. Willst du mich veräppeln? Eieiei. Wir haben extra alles frei gemacht und wir haben jetzt so viel hier drin bekommen. Oder wie sehe ich das jetzt hier? Oh, Mann. Was ist denn hiermit? Ach so, wir haben. Das ist natürlich doof. Es ist zwar ein bisschen besser, aber das andere ist halt. Ne? Es ist nicht Gold. Das Amulett ist wahrscheinlich, oder? Das ist. Nee, das ist aber. Moment, wir lassen das mal fallen. So, wir wollen ich das kann jetzt. Nicht mehr tragen. Doch, kannst du. Ich habe extra was fallen gelassen, damit ich das Amulett aufheben kann. Hä? Die Axt kann ich auch fallen lassen. So. Es war aber kein gutes Amulett, so wie es aussieht. Ich kann nämlich nichts. Okay. Na gut, gehen wir weiter. Gold nehme ich trotzdem gerne mit. Stiefelmesser. Was haben wir denn hier überhaupt für einen Kram drin? Hier unten das ist sowieso. Es hat aber einen riesigen Verkaufswert, streng genommen. Das ist so blöd, wenn man die ganzen Sachen immer liegen lassen muss. Die sind für euch, Jungs. Das macht ihr gut. Ich kann mich einfach nur noch mal wiederholen. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das meinte ich nicht mit wiederholen. Aber ich kann mich einfach nur wiederholen, dass ich... So, jetzt? Das ist nochmal nicht viel besser. Okay. Dass ich die Nekromanten einfach nur geil finde. Optisch überhaupt nicht, aber vom Spielerischen her einfach nur geil. Also kann ich schon verstehen, warum da so viele drauf abfahren. Haha. Du wurdest von hinten überrascht. So. Da ist uns blutiger. Unten ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Guck mal nach. Guck mal nach, Jungs. Da ist doch bestimmt was. Das sage ich doch. Da ist schon wieder so ein Blödmann. Ja, das geht aber besser hier. Also. Das geht besser, meine Freunde. Hier unten ist nichts. Außer ein Fass. Ah, guck mal, da oben ist wieder so ein großer. Jetzt kann ich hier gar nichts machen, oder was? Ist auch nichts zum Einsammeln. Die haben halt nicht so viel, ne? Ich meine, Ritter okay. Aber zwischendurch sieht das mehr nach ein paar Mönchen aus als nach Rittern irgendwie. Bei der Einrichtung hier so richtig spartanisch.
Das Blöde ist, ja, weiß ich ja. Man kann aber auch nicht gucken, was es ist. Das finde ich immer so doof. Nehmen wir das hier. Gucken wir mal. Wahrscheinlich ist das wieder nur Mist. Ja, war klar. Es ist wieder nur Mist. Okay. Lehrlingszauberstab. Ja, toll. Gucken. Ist das der hier? Na toll, der bringt ja auch nicht allzu viel. Hallo? Ich würde gern weitergehen. Der blutige Haufen hat Geld gebracht. Ah. Jetzt gehen die Sachen auch kaputt. Sehr schön. Das heißt, es darf natürlich auch gerne nicht kaputt gehen. Das Gold kriege ich ja dann trotzdem. So, hier knurrt es schon. Ihr dürft vorgehen. Na? Oh, hier sind wir. Oh ja. Das sieht irgendwie nicht gut aus hier. Licht läutert diese gläubigen Diener von ihren Sünden. Schenkt ihnen Frieden im Tod. Jungs, er meinte nicht, dass ihr die jetzt nochmal meucheln sollt. Die stehen da alle so schön parat, so jeder an einen, fehlt nur noch einer. Ein Wunder, dass ihr noch in einem Stück seid. Lilith und diese Bestie haben uns zerfetzt. Sie hätte auch mich töten können, aber sie hat mich nicht angerührt. Sie spielt mit mir. Ich soll zusehen, wie sie zerstört, was ich aufgebaut habe. Verdammt! Habt ihr auf eurem Weg Jorin gesehen? Nein. Sie hat noch nicht gewonnen. Ich kann sie noch aufhalten. Aber nicht allein. Zählt auf mich. Wo ist sie? In einer alten Kammer unter der Burg. Dort ist Astaroth. Ich habe ihn nicht bezwungen, wie es in den Legenden heißt. Ich habe ihn in einen Seelenstein gesperrt. Es war der einzige Weg. Ich erbaute Eldheim über dem Stein, um das Böse einzudämmen. Ich habe mein ganzes Leben darüber gewacht, im Geheimen, damit Astaroth niemanden mehr verletzen kann. Nicht mal mein Sohn weiß es. Es tut mir leid, dass ich euch erst jetzt einweihe, aber ich konnte nicht riskieren, dass jemand die Wahrheit erfährt. Wir sollten aufbrechen. Folgt mir! Falls ihr Jorin nicht draußen gesehen habt, suchen wir auf dem Weg. Machen wir. Wann habt ihr Jorin zuletzt gesehen? Wir sprachen darüber, was mit Arida geschehen ist. Und dann stürmte Lilith die Festung. Ich befahl einigen Wachen, ihn aus Eldheim zu eskortieren. Bei ihm bleiben soll. So viele Sachen, die ich liegen lasse. Es kann auch nicht sein, dass man immer so viele Sachen bekommt. Und so wenig im Endeffekt an Platz hat. Ich meine, ich habe hier schließlich alles ausgeleert, bevor wir jetzt nach hier gekommen sind.
Ich weiß nur nicht, was jetzt besser ist, ob ich jetzt ein Stadtportal nach hierhin öffne oder... Dieser Ritter. Er war bei Jorin. Der Wächter meines Sohnes. Kommt schnell! Einer der Wächter, die Donen angefordert hatte, um auf Jorin aufzupassen. Jetzt ist er nur noch ein zerfetzter Leichnam, übersät mit Klauenspuren. Jorins Streitkolben liegt auf der Leiche, doch sonst keine Spur von dem Jungen. Welchen Grund sollte sie dafür haben? Er bedeutet ihr nichts. Wir müssen uns beeilen. Der Weg zu Astaroth führt hier durch. Warum fangen die immer dann an zu quatschen, wenn ich hier gerade was am Vorlesen bin? Jedes Mal denke ich, das sind Skelette, die ich töten muss. Ah, da ist was. Packt ihn euch. Das war aber jetzt schlecht gemacht hier. Warum ist Lilith so versessen darauf, Astaroth zu finden? Ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich fürchte, ich tappe wie ihr im Dunkeln. Sie haben eine Verbindung. Eine starke sogar. Astaroth ist ein Wächter von Liliths Vater. Mephisto, dem Herrn des Hasses. Aber ich bin wirklich am Überlegen, weil das Problem ist, ich kann so jetzt natürlich auch keinen Loot, das sieht mir ja so nach Bosskampf aus, und ich kann so auch keinen Loot, wie komme ich denn da raus? Erdpassage, Kaserne, ah, okay, so geht das. Ich kann so keinen Loot machen, aufnehmen. Das habe ich noch nicht erkundet oder das habe ich noch nicht. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Da können wir auf jeden Fall was verwerten, ja. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle mit dem Tor. Wir probieren das jetzt mal gemeinsam aus. Wenn nicht, dann habe ich ganz großes Pech gehabt. So, schauen wir mal eben. Also, ich würde gerne ganz viele Sachen zerlegen. Nehmt ruhig, was übrig ist. Wie nehmt, was übrig ist? Ich wollte was verwerten. Das wollte ich verkaufen, weil es so teuer ist. Ich weiß nicht, was man da bekommt, wenn es verwertet wird. Aber es ist halt nicht so... Eine gute Ausbeute. Das ist auch sehr teuer, ne? 1000. Und das verwerte ich immer alles. Eisenbrocken. Ja, wobei, ich glaube Gold... Oh, wir haben schon 77.000. Ja, ich glaube Gold kriegen wir genug, dann verwerten wir das einfach. 5 Eisenbrocken haben wir jetzt nur dafür bekommen, aber naja, gut. Widerstand und 12 Dornen. Ich habe mal was gehört, wo man Dornen für braucht und benutzt. Ich weiß nicht, ob das Amulett, aber das ist wahrscheinlich nicht besser als das Legendäre, nehme ich mal an. Nee, wir machen es trotzdem wegkommen. Was soll's? Blocken werde ich wahrscheinlich sowieso nie. Was ist denn mit denen eigentlich? Kann den Gegenständen mit Sockeln eingefügt werden? Ach, das war die Sache. Ja, ja, wir haben aber, glaube ich, noch keinen Gegenstand, wo man sowas einfügen kann, ne? Der ist ein bisschen schlechter. Ja. Den behalten wir erstmal, würde ich sagen. Der ist auf jeden Fall schlechter. Naja, das war die Sache mit dem... Scheinüberzeit. Na komm, das geht auch mal weg. Das auch. Und was war mit dem Dolch hier? Weniger Schaden. Ja, ja. Er hat zwar noch Glückstreffer drin, aber ich würde mal sagen, den brauchen wir so nicht. So. Dann reparieren, aufwerten. Können wir hier nichts leveln oder so, ne? Jetzt probieren wir das mal aus, weil das habe ich bisher noch nie gemacht. Und gehen wieder zurück, oder war gerade ein Huni?
Ja, wunderbar. Dann können wir hier auch noch mal kurz das Stückchen zurückgehen. Wir müssen ja jetzt nicht überall zurückgehen. Nur ich glaube, hier oben habe ich auch noch ein, zwei Sachen liegen gelassen. Achso, nee, das hatte ich schon. Und die können wir zumindest mal eben schnell noch mitnehmen. Oder waren die alle von davor? Ne, hier sind nochmal Beine. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht den kompletten Weg nochmal ab, nur bis zur Tür. Hier Beine sind hier auch nochmal. Beziehungsweise... Ja, da hinten sind wir reingekommen. Da brauche ich ja nicht nochmal extra gucken. Ich denke mal, da habe ich auch noch ein, zwei Sachen liegen gelassen. Aber es soll natürlich jetzt auch nicht zu lange werden. Deswegen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert mit dem Portal. Ich war eigentlich immer so, ja, so frei vom Inventar, in Anführungszeichen, dass das bisher immer funktioniert hat. Also sprich, dass ich genug Platz hatte. Ist der jetzt eigentlich gerade mit mir mitgekommen oder steht der noch da unten? Ich glaube, der wartet hier noch auf mich, oder? Ah, guck mal, Jungs. Boah, wieso lassen die hier immer durch? Ach, da ist er. Jetzt sehe ich ihn. So. Sehr schön. Jungs, da ist was. Leute. Boah, ist das euer Ernst? Warum lassen die jetzt alle durch? Sonst rennen die immer wie die guten Tanks hier nach vorne. Und jetzt lassen sie die einfach zu mich durch. Toll. Ah, ein Zeichen. Wir müssen hier entlang. Sehr schön. Das ist doch schön, wenn das Böse uns Zeichen gibt, wo wir uns entlang bewegen müssen. Dann können wir auch davon ausgehen, dass es nicht auf uns wartet. Eieiei. Wir müssen unten rum. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Hallo? Donen? Donen? Ich meine, der sollte uns ja eigentlich die ganze Zeit schon hier durchführen, aber irgendwie hat er mir ja die Führung überlassen. Die Seelensteinkammer. Lilith hat, was sie die ganze Zeit wollte. Sie hat den Stein. Noch immer keine Spur von Jorin. Wir müssen ihn finden. Mächtiger Astaroth, der verkohlte Herzog persönlich in einem Käfig. Welch Schande. Tochter des Hasses. Hört mein Angebot. Gewährt mir sicheres Geleit zu einem Ort, an dem ich nicht erwünscht bin. Und im Gegenzug schenke ich euch die Freiheit. Und mehr. Dornens Nachwuchs. Sein Stolz. Und seine Wonne. Eure Rache. Wenn ihr mir gebt, was ich will. Ihr bekommt sicheres Geleit. War es eine weitere Vision? Habt ihr Jorin gesehen? Ja. Lilith hat ihm den Seelenstein in den Kopf gerammt.
Mein Sohn. Tut mir leid, Donen. Das ist nicht vorbei. Ich weiß, was ich... Nein! Es bleibt noch Zeit. Ihr müsst mir vertrauen. Trefft mich in der großen Halle. Ja, und wir werden praktischerweise schon mehr oder weniger hinteleportiert. Dankeschön. Das ist super. Was tun wir jetzt? Wir müssen Jorin schnellstmöglich finden. Ich weiß, es mag hoffnungslos erscheinen, aber ich habe mein halbes Leben damit verbracht, den Seelenstein zu studieren. Ich kenne ihn. Es wird dauern, bis Astaroth meinen Jungen überwältigt. Ich habe ihn gut unterrichtet. Selbst jetzt widersteht er dem Einfluss des Dämons. Sie sind bestimmt in der Nähe, vielleicht in Carriga. All diese Unschuldigen zu verbrennen, wird Astaroth verlocken. Er wird erbitterter darum kämpfen, die Kontrolle zu erlangen. Lilith hat von Astaroth erhalten, was sie wollte. Warum sollte sie sich hier herumtreiben? Ich weiß nicht. Ja, damit haben wir dann auch diese Quest abgeschlossen. Schließt euch Donen in Syriga an. Wo ist das denn? Ah, da oben. Okay, wenn ich denn da hochkomme. Ja, oben oder unten ist von allen Seiten quasi gleich. Da ist allerdings noch, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf, allerdings noch ein Städtchen, was wir offenbar aufdecken können. Das ist sehr schön. Das werde ich dann auf dem Weg dahin mal eben machen. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in dem Örtchen oder was auch immer, Syriga. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.